Moin Leute, vergesst Sabrina total verhext. Morgen erscheint nämlich auf Netflix Chilling Adventures of Sabrina. Hey, ich bin Dennis und ihr seid auf Nerdtaste und willkommen zu einer neuen Folge Nerdcheck. Ja, dank Netflix durfte ich 5 Folgen vorab gucken, die konnte ich sichten im O-Ton und was natürlich jetzt Sabrina so ein bisschen ist. Chilling Adventures of Sabrina wird die Zuschauer mit Hexerei und Okkultismus bezaubern. Und natürlich muss sie auch ihre Identitäten als Halbhexe und Halbmensch miteinander vereinen, sondern außerdem die bösen Kräfte bekämpfen, die sie ihre Familie und die Welt der Menschen bedrohen. Chilling Adventures of Sabrina stammt natürlich oder basiert auf den Archie Comics aus den 60ern, ist ein Reboot und hat überhaupt nichts mit total verhext Sabrina zu tun. Die Macher von Riverdale haben ihre Handnote mit reingelegt in diese Serie. Unter anderem merkt man das an diesem mystischen und düsteren Look. Aber es wurde bekannt gegeben, dass natürlich, weil es ja Greendale spielt und Riverdale ist ja auch die Nebenstadt, dass das nicht im gleichen Universum noch nicht spielen wird. Also man munkelt ja als Fan, es gibt so viele Theorien. Trotzdem hat Warner und Netflix hat ja diese gekauft, vorher was geplant, haben gesagt, in diesen 2 Staffeln wird's nicht vorkommen. Also muss ich euch den Zahn da ziehen. Es wird nicht kommen. Ja, so habt ihr mal einen kurzen Einblick bekommen, was es überhaupt ist. Und da komme ich nämlich erstmal zum Intro. Das Intro ist schon mal sehr düster gemacht, ein Comic-Look, sieht ziemlich oldschool aus. Das ist wirklich schon mal, wo man sagt, ui, das geht voll in die andere Richtung. Und das merkt man total bei diesem Intro. Mehr muss man auch gar nicht sagen über das Intro. Nämlich kommen wir jetzt mal zur Atmosphäre. Da ist Roberto Aga-Sasasa als Drehbuchautor oder als Creator im großen Vorschein gewesen, der das überhaupt umgesetzt hat. Ich sag mal so, er ist ja von Riverdale der Macher. Und das hat hier auch gut geklappt. Das merkt man schon. Und Rob Seidenglanz als Regisseure, die hat man jetzt hier geködert. Und die setzen das aber auch sehr gut um. Die ersten 5 Folgen, wenn ich das so alles so sage, das spielt ziemlich viel in Locations, im Wald, in der Schule, bei der Leichenhalle, der Spellmans. Mehr werde ich auch nicht spoilern, ist ja hier eine spoilerfreie Kritik, aber ihr merkt schon, das ist schon eine ganz andere Richtung und das ist wirklich gut so und das braucht auch diese Serie. Es braucht diese Düsterheit der Sabrina Spellman und man sieht so diesen kleinen Verlauf, aber da kommen wir nachher später zu. Trotzdem, der Look ist cool. Das generelle so ein bisschen so 80er, 90er Look, irgendwie so diese Richtung, das merkt man und auch, es ist ja eher so ein Coming-of-Age-Drama und das merkt man dieser Serie auch an, aber ist halt schon ein bisschen düster gemacht, die Atmosphäre, bisschen creepy, strange, wenn man das vergleicht, so charmt, könnte man das mal so sagen, das geht so in diese Richtung mit Dämonen und Hexerei. Ja, Story, Telling und Aufbau der Serie. So, das ist ja die Schwierigkeit überhaupt bei vielen Serien, der Aufbau. Kann sie mich greifen bei der ersten Folge oder langweilt sie mich? Ich muss sagen, die erste Folge hat sehr viele Dialoge, zeigt natürlich auch überhaupt, weil Sabrina wird ja bald 16 vor Halloween, dann muss sie ihre dunkle Taufe bestehen oder machen, sag ich mal nach, und sie hat so Hinweise. Ja, das könnt ihr nochmal ganz kurz wissen, das ist ja nicht mega gespoilert, aber da merkt man schon so, dieser Aufbau der Folge und dann geht es schon in der zweiten Folge los mit vielen Monstern, Dämonen, also ihr merkt, das geht ab wie ein Zäpfchen. Auch ein bisschen blutig. Die FSK kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich schätze es mal ein in 12 oder 16. 12 wäre schon manchmal schon ein bisschen hart. 16 wäre eigentlich angebracht bei dieser Serie, weil sie wirklich spritzt da mal Blut oder so und da viele fiese Dämonen bei sind oder Kreaturen. Also man kann das manchmal wirklich mit Charme vergleichen damals. So Charme auf eine andere Art und Weise, nur mit Coming-of-Age-Anteilen. Ja, das Storytelling ist eigentlich ziemlich, ja, sag mal, chillig. Heißt ja auch Chilling, also chillige Abenteuer von Sabrina. Das merkt man, die nehmen sich schon Zeit, gehen darauf ein, zeigen aber viel Hintergrund-Basic-Wissen. Also ist schon cool gemacht und das hat mich auch ein bisschen begeistert und ist wirklich spannend erzählt, dass ich so gesehen habe, ich muss weiter gucken, was wird dann kommen. Und wie wird Sabrina sich da rausziehen und so weiter. Das müsst ihr einfach mal angesehen haben. Gebt dieser Serie eine Chance soweit. Und wenn ihr einfach skeptisch seid, es ist wirklich nicht schlecht. Kommen wir mal kurz zu den Charakteren nochmal weiter. Da beleuchten wir aber einige nur. Und das ist für mich erstmal Sabrina Spellman. Die 18-jährige Schauspielerin Shannon Shipka. Ja, richtig ausgesprochen, komischer Name. Hat man gesagt, sie macht so einen ausdruckslosen, so einen stereotypigen, sag mal, Look, den sie zeigt, ihre Mimik. Finde ich gar nicht, passt da überhaupt dazu. Sie ist ja auch, sag mal, 18 und das passt ja 15 auf 16 in so einer, ja, sie wächst ja ran, Sabrina, das soll es auch so darstellen. Und ich finde, ganz ehrlich, das haben die wirklich gut umgesetzt. Sie macht wirklich einen sehr guten Job. Das muss man ihr auch anloben, das sage ich nicht einfach so. Das ist wirklich so nach meinem Gefühl. Und viele Charaktere von damals, es ist ja basiert auf den Archie Comics, kommen natürlich auch wieder vor. Und das sind ja wirklich so Charaktere wie die Tanten, Zelda und Hilda. Aber generell kann man sagen, dass der Cast einmal sehr gut umgesetzt ist. Und natürlich eine große Frage besteht, weil da gab es so viel Munkelei.
wird es Salem geben. Salem Cyberhagen, die Katze, der Magier, der zu dieser Katze wurde, weil er, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber er hat ja, glaube ich, irgendwie Mist gebaut. Ja, aber mehr werde ich gar nicht sagen, in welcher Form und wie war und so weiter. Aber seid gespannt, er wird da drinnen vorkommen. Ja, so kommen wir zum Ende eigentlich so. Ich habe eigentlich alles so gesehen beleuchtet. Ihr merkt schon, ziemlich positiv. Für wen ist denn diese Serie? Wer natürlich auf Okkultismus, auf Hexen, auf Dämonen. Ihr merkt schon, das geht so ein bisschen in die Richtung wirklich Charmed. Buffy-Anteile, ja, so für Buffy-Fans damals Charmed. Aber auch klar, so Sachen wie Riverdale, ist ja naheliegend, Green Day und Vampire Diaries. Und so generell so dieses Coming-of-Age mögen. Und ja, so Horror, düster, richtig düster ist es nicht. Es gibt auch keine Jumpscares, muss man auch mal hoch anrechnen, dass das alles so umgesetzt wurde und sich aufbaut auf Spannung. Und einige Szenen erinnert mich so ein bisschen an Tanz der Teufel, aber wirklich, das ist für die Leute, die das gerne gucken. Guckt euch das an. Eigentlich ist es für mich generell eher für alle Leute, Mainstream-mäßig. Und ja, es ist ein überraschenderweise, also für mich ist es wirklich überraschenderweise gut geworden. Ich war ein bisschen negativ erst eingestimmt und ich wurde positiv überrascht. Das ist immer die beste Umsetzung, die man machen kann eigentlich. Und darum kriegt die Serie von mir 7,5 von 10. Ja, wer Chilling Adventures of Sabrina gucken möchte, 26.10.2018 wird die auf Netflix erscheinen. 2 Staffeln sind geplant. 10 Folgen an der Zahl. Eine Folge geht 55 Minuten bis eine Stunde. Ja, guckt doch mal rein. Wie gesagt, das war meine Review, meine Kritik. Wenn ihr noch mehr hören wollt, schreibt jetzt in die Kommentare. Morgen wird noch was kommen zu DuckTales. Seid gespannt. Alt vs. Neu. Eine Kooperation mit Disney. Dies war ja eine mit Netflix. Und lasst ein Abo da. Kommentar und wir sagen bis dann und ciao und bam!